Also meine erste Ausbildung war Metzger. Und ich habe das dann auch gemacht, das Einsiedeln. Das ist dann leider 2 Jahre gegangen. Oder zum Glück. Weil ich habe dann recht schnell gemerkt, das ist die falsche Ausbildung für mich. Ich war sehr deprimiert dort. Und nachher habe ich mich beworben an mehreren Kunstschulen und bin dann irgendwie an die F&F gekommen. Und bei der F&F hat es dann geheißen, kannst du das Portfolio und ein paar Sachen mitnehmen und dich mal bei uns bewerben. Und ich muss ehrlich sein, ich habe zu dieser Zeit nicht mal gewusst, was ein Portfolio ist.